Herzlich willkommen zurück in meine Küche. Heute möchte ich Ihnen ein schnelles Dessert zeigen, das Sie aus Ihren Vorräten machen können, wenn Sie welche haben. Ich hatte im Sommer heuer eine enorm große Pflaumenernte. Ich habe die Pflaumen aus dem Tiefkühler genommen. Ich habe sie also entsteint und habe sie halbiert eingefroren. Jetzt habe ich sie noch mal ein bisschen so antauen lassen und in Stücke geschnitten. Denn wir machen uns Punschzwetschgen oder Punschpflaumen, je nachdem, was Sie zur Verfügung haben. Dazu habe ich jetzt hier einen Wasser in den Topf. Ich gebe 2 Löffel Zucker dazu. Und eigentlich ist Ihrer Fantasie, sind keine Grenzen gesetzt. Ich gebe jetzt hier an Weihnachten ein Lebkuchengewürz dazu. Sie können natürlich, wenn Sie auch keine Kinder zum Essen haben, könnten Sie jetzt hier auch anstatt dem Wasser gut einen Glühwein nehmen. Vielleicht einen heimischen von dem fränkischen Winzer. So eine Hitzewelle gibt es ja bei uns zu kaufen. Da schmecken sie auch sehr gut. Aber für mich ist unabdingbar, dass ein bisschen Zimt oder ja, Glühweingewürz mit drinnen ist. Oder eben Lebkuchengewürz. Ich gebe dann diese Zwetschgen rein in die Flüssigkeit und lasse kochen. Bis sie ja, so 5 bis 10 Minuten, bis sie weich sind. Und dann werden diese Zwetschgen oder Pflaumen angedickt mit Speisestärke. Sie erinnern sich, Speisestärke nehmen wir für Pudding oder nehmen wir für den sogenannten Flammery. Wir können Flüssigkeiten damit andicken. Es wird in kalter Flüssigkeit angerührt. Wir lassen es unterrühren, in die kochende Flüssigkeit einlaufen, einmal aufkochen und dann wird es eine feste Masse, wenn es abkühlt. Je nachdem, wie dick Sie die Masse haben wollen, so können Sie Ihre Stärke dann auch dosieren. Ich würde hier einen Esslöffel voll reingeben, denn wir wollen die Punschzwetschgen dann hinterher ja unterschiedlich verarbeiten. Sie können sie entweder mit der Creme, die wir dazu machen, separat servieren. Sie können sie aber auch so lauwarm dann zu einem Eis servieren oder, wie es endgültig sein soll, hier in meinem Rezept mit einer Quark-Schmandcreme dann abwechselnd in Gläser einschichten. Dazu müssen die Zwetschgen aber ausgekühlt sein, sonst wird ihnen die Creme ja wegschmelzen. Aber ich zeige Ihnen jetzt mal, hier haben wir den Topf voll. Ich gebe den Deckel drauf, dass es gut kocht. Und während die Zwetschgen hier kochen, bereiten wir die Creme zu. Ich mache das hier in der Küchenmaschine. Ich gebe Schmand und Sahnequark und Zucker und Vanillezucker und 1/8 Liter Milch in die Rührschüssel und verrühre alles gut und dann ist eigentlich die Creme schon fertig. Denken Sie immer dran, der Schmand ist nicht in der Lage, Milch aufzunehmen oder auch der Frischkäse nicht, sondern das macht nur der Quark. Drum rühre ich den Quark mit der Milch am Anfang ja so lange, bis eine cremige Masse entstanden ist, bis sich der Zucker aufgelöst hat und erst ganz am Schluss gebe ich den Schmand drunter, dann behalte ich auch die Konsistenz und es wird nicht mehr ja, weicher, das Ganze. Also ich habe hier meine Rührschüssel, Quark schon vorbereitet oder im Gefäß, machen wir mal so, gebe ich hier drauf, hier rein. Dann 1/8 Liter Milch, sind 125 Milliliter oder 125 Gramm, das kann man auf der Waage auch immer gleich mit einwiegen. Da fällt mir noch ein, wir haben ja jetzt seit 2 Jahren die gelbe Tonne bei uns im Landkreis. Wenn Sie also solche Dinge in die gelbe Tonne entsorgen, denken Sie bitte immer dran, dass Sie den Deckel, den Aluminiumdeckel vollständig von der Kunststoffverpackung ablösen. Nur so kann das Aluminium auch wieder recycelt werden. Nur so am Rande. So, ich gebe die 125 Milliliter Milch mit rein. Dann kommen 80 Gramm Zucker rein, ein Päckchen Vanillezucker. Sie können natürlich auch mit Zucker ein bisschen sparsamer umgehen. Vanillezucker bereite ich immer selbst zu, wenn man meine Vanillesoße macht und die Vanillestange verarbeitet. Muss man die ja nicht wegwerfen, sondern kann die in ein Gefäß geben oder in ein Schraubglas mit Zucker. Und kann so immer wieder seinen eigenen Vanillezucker herstellen.
Wie zu jeder Süßspeise gehört auch hierzu eine Prise Salz zum Abrunden. Und dann lassen wir hier mal laufen. Jetzt gebe ich noch den Schmand mit rein dazu, verrühre alles nochmal und dann ist die Creme schon fertig. Noch ein bisschen Zimtpulver mit rein dazu. Sie können den Zimt aber natürlich auch erst hinterher zur Garnitur oben drauf geben. Deckel drauf. Fertig ist unsere Schmand-Zimtcreme. Und jetzt schauen wir noch, was unsere Zwetschgen machen, ob sie schon weich sind. Auf jeden Fall. Schauen schon sehr schön aus. Und duften auch so herrlich nach Weihnachten, weil ja der Lebkuchengewürz drinnen ist. Jetzt rühre ich noch die Stärke an in der Soße. Ich rühre die Stärke natürlich nicht in der Soße an, sondern mit kaltem Wasser. Und gebe sie dann zur kochenden Soße dazu. Einmal richtig aufkochen lassen. Sie erkennen es auch immer daran, dass sich dann die Farbe verändert, während wir am Anfang immer noch ja, das Weißliche von der Stärke sieht, verändert sich das dann im Laufe des Kochvorgangs und es wird, wenn alles durchgekocht hat, dann auch richtig durchsichtig und dunkelrot. So, ich fülle die jetzt zum Abkühlen auch um in eine Schüssel. Können Sie auch die Farbe noch mal sehen und dann müssen sie auskühlen und wir können sie weiterverarbeiten, wie wir möchten. Wie gesagt, so lauwarm zu dem Vanilleeis oder dann ganz ausgekühlt eingeschichtet mit unserer Zimtcreme, das zeige ich Ihnen später noch, auch in ein Glas eingeschichtet. Ein tolles Rezept, das Sie mit Ihren Früchten, die Sie noch im Vorrat haben, selber machen können. Sie haben wieder was aus Ihrem Garten verarbeitet und wenn Sie, wie eben heute, das Lebkuchengewürz dazu nehmen, haben Sie ganz schnell aus den Herbstfrüchten eine Weihnachtsfrucht gemacht, wie wir sie jetzt so gerne essen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen, viel Erfolg dabei und einen guten Appetit. Wow!